Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Mad Games Tycoon. Weiterhin hier an unserem Spiel Wirtschaftslife 2. Naja, und ja, wir sind noch in der simple 3D-Engine drin. Musik kommt am Anfang. Quantum Dreams hat deine Engine lizenziert. Ja, neue Plattform verfügbar, Katari 7800. Toll. Gerade wenn wir noch für diese alte Konsole gerade entwickeln. So, sieht noch ganz ordentlich aus, haben fast 16%. Jetzt wird nochmal grafisch-technisch ordentlich nachgelegt. Der Uppelmuck oder auch einfach der Apple Mac. Hey, wake up! Und, tja, was ist denn das denn hier wieder? Oh, Moment. So. So, eins deiner Spiele hat genug Grafikpunkte gesammelt, um das Grafikstudio freizuschalten. Du kannst die Grafiken für deine Spiele verbessern. Alles klar. So, da haben wir jetzt hier nämlich auch Grafiktechnik 281 Punkte. Sound 126 ist jetzt auch noch nicht so geil. Aber immerhin schon mal was. Und da können wir uns jetzt ja auch nochmal entscheiden. Gehen wir noch auf die Messe. Und ich investiere jetzt einfach nochmal 100.000, um das Ganze irgendwie zu pushen. Ich setze jetzt einfach mal alles auf eine Karte. Da haben wir auch schon gleich mal 2000 Fans dazu bekommen. Wirtschaftslife 2 haben wir hier. Möchten wir das Spiel veröffentlichen. 194, 305, 92, 161. Das ist schon mal eine Ansage. Mittlerweile gibt es aber immer noch keine Publisher, oder es gibt mittlerweile Publisher, die haben eine Marktstärke von 3, was sehr gut ist, allerdings auf Third-Person-Shooter, auf Jump-and-Runs, auf Ego-Shooter, auf Arcade und alles. Alles nicht unser Bier, aber wir haben hier speziell welche für Simulation. Und die geben uns sogar 5. Das heißt, wir gehen zum neuen Publisher. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Bewertung reinrasseln. Und es sieht gut aus. Das könnte sogar eine 70er-Wertung. Das wird sogar eine 72, 73, 74. 74er-Wertung. Die Grafik ist spitze. Könnt ihr so lassen. Der Sound hört sich klasse an. Da braucht man nichts mehr zu machen. Die Steuerung ist sehr gut. Eigentlich sind keine Mängel zu finden. Ein gutes Spiel mit einigen Schwächen. Zum Hit reicht es leider nicht. Super. Das Spiel hat tolle Bewertung bekommen. Vielleicht solltest du irgendwann einen Nachfolger davon entwickeln. Es steht nun die Option Nachfolger entwickeln zur Verfügung. Freunde, es läuft. Wir werden erstmal ein Patch hier entwickeln, dass die ganzen Bugs rauskommen, weil das schlägt logischerweise auch sich negativ ein. In der ersten Woche 15.000 Exemplare verkauft. Heftig, heftig, heftig. So. Kleinere Schwächen hat es noch gehabt. Das liegt aber eigentlich auch nur an der kleinen Sicherheit. Ein bisschen noch was am Sound rumzuschrauben. Und das war es im Groben und Ganzen schon. Ich gebe natürlich nochmal neue Spielemodis einfach mit rein. Da entwickeln wir das Ganze noch ein bisschen hoch. Und schon nach 3 Wochen eigentlich ganz gut, wie das hier aussieht. Zack, in der 4. Woche haben wir unser erstes Plus gemacht. Du hast nun genug Geld, um Lizenzen zu erwerben. Spiele mit echten Lizenzen bekommen meist bessere Spielern an. Lizenz erwerben steht nun zur Verfügung. Ich sage ja, Freunde, es läuft. Aber erstmal werden wir den Mehrspieler per Splitscreen. Bin ich mir unsicher, ob wir den erforschen müssen bei unserer Lage. Ich sage lieber erstmal, wir machen erstmal Beauftragsarbeit. Das ist immer ganz nett. Ja, mit dem Spiel aber gut, kommen wir sehr gut voran. Und unser Publisher hat auch noch eine Marketingkampagne gestartet, wo es nochmal ganz gut vorangeht. Ja, das ist schon heftig. Hier kriegt man nochmal 116.000 von Hasbro. ja, doch, das Spiel hat uns gut vorangebracht. Noch ein bisschen Auftragsarbeit hier einfach machen. Ein bisschen Kohle nehmen bei Kanischaden. Du hast nun genug Geld, um deine Spiele selbst zu produzieren. Die Kosten sind hoch, doch der Aufwand, die Produktion werden sich schnell lohnen. Ja, das geht relativ zügig jetzt hier. Und voran, obwohl wir immer noch in einer kleinen Garage sind. Also, es gibt einige Immobilien, da lohnt sich doch nicht mehr ansatzweise darüber nachzudenken. Ich zeig's euch gleich mal, wo ich denke, dass wir dann einziehen werden. Und zwar, wir sind jetzt in der Garage, dann gibt es noch die doppelte Garage, das alte Bürogebäude, kleines Bürogebäude, mittleres Bürogebäude, großes, altes Bürogebäude.
Ich finde es erstmal am... Oh, Entschuldigung, am sinnvollsten. Doppelte Garage bringt nichts. Altes Bürogebäude ist nach der Zeit auch zu klein. Also wirklich zu klein. Wir müssen uns entscheiden zwischen kleines Bürogebäude und mittleres Bürogebäude. Ich würde sehr zum mittleren Bürogebäude tendieren. Dafür brauchen wir aber noch ein bisschen mehr Kohle. Also auf 2 Millionen will ich da kommen. Weil uns wird die Einrichtung richtig viel Geld kosten. Oder wir finanzieren uns das wieder über einen Kredit. Das lässt sich in dem Sinne auch ohne Probleme machen. Aber das ist eigentlich das, woran ich als nächstes gehen würde. Aber erstmal erforschen wir hier einfach nochmal. Wo war's denn hier? Hochmodellierte. Wo war's denn? Ich wollte die Steuerung. Weil die Steuerung bei uns ja mal etwas bemängelt wurde, gehen wir mal in die Forschung, um eine bessere Steuerung noch zu entwickeln. Das können wir nirgendwo einbauen. Das ist, wie ich das bis jetzt eigentlich noch rausgefunden habe, einfach nur so eine Tatsache. Fast 800.000 Gewinn damit gemacht. Und hier kommt nochmal 113 Reihe von Electronics Artists. Nett. 811.000 haben wir gemacht. Nicht schlecht. Hier geht es jetzt los, dass einige Dinger vom Markt runtergenommen werden, weil sie halt zu alt sind. Besser Soundtrack hat Schock. Beste Grafik hat Wirtschaftslife 2 plus 1500 Fans. Und das Spiel des Jahres sind wir leider nicht geworden, aber wir hatten die beste Grafik. Vielen Dank. So. Ich würde mal sagen, wir lassen uns einfach mal eine Lumpen und entwickeln einfach mal kurz darauf noch ein Spiel. Wir haben ja jetzt Industrialisierung, Krankenhaus haben ja alles durch. Wir haben aber im Bereich Alltagsleben zum Beispiel noch gar nichts. So, wenn wir da jetzt sagen, das macht eine Mischung aus Wirtschaftssimulation und Simulation logischerweise. Mal kurz hier zu. Nennt das nämlich einfach mal Sims. Sims Life. Sims Life, Wirtschaftssimulation, Simulation ist im Endeffekt Sims Life, auch das in der Kategorie B1 Plus mit unserer eigenen Engine. Auch hier wieder für einen PC und der hat mittlerweile nur noch 10%, das ist nichts mehr wert. Dafür hat der MES mittlerweile 17% Marktanteil. Auch wenn wir auf den noch nie gearbeitet haben. Na, schauen wir mal. Wir werden einfach mal den nehmen. Kann nur schief gehen. Oder wir können auch noch parallel auf den hier auf drei Plattformen einfach mal mitmachen. Wir leben ja das Risiko. Spielerkritiken sind leider immer noch keine Reihe gekommen. Aber so wie ich es jetzt gemacht habe, würde ich es beibehalten. Ich gehe mal kurz auf zurück. Und gehen wir auf Kopierschutz wählen mit 86%. Gibt es ja mittlerweile was Besseres? Ne, gar nicht. Okay, dann müssen wir leider dazu bleiben. Auch hier wieder alle Dinger mit rein. Volles Risiko, sage ich mir da. Und das mache ich mal sogar im etwas Hubballer. Schnelleren Contest hier. Obwohl, ne, das reicht doch noch vollkommen aus. Ja, 850.000 hat es uns eingebracht. Umsatz eigentlich 1,25 Millionen. Mal gucken, es kann was werden, muss nichts werden. Können wir gespannt sein. Aber wir haben mittlerweile 4000 Fans, was nicht gerade, also 4700 Fans eher so gesagt. Ist nicht viel im Vergleich zum Dings, was man hier noch so erreichen kann, logischerweise. Aber man, die haben ja Backs 3. Wir können natürlich dann unsere Leutchen auch noch trainieren. Also trainieren in sämtlichen Funktionen, bessere Grafik, besseres Game Design, whatever. So, neue Plattform verfügbar, der Commander C127. Ja, ich hoffe einfach nochmal, dass die Plattform, für die wir jetzt entwickeln, nicht demnächst rausfliegt. Das wäre beschissen. Was ist momentan ein Trend? Hacken, Aufbauspiel mit Hacken, macht leider Gottes keinen Sinn. So leid es mir tut. Neue Plattform, der Amiku 1000. Viele PCs, aber auch da sind die Marktanteile halt einfach echt für den Arsch. So, Grafik in 16 Farben, da rutschen wir uns nochmal hoch. Wir haben auf jeden Fall schon mal überall Minimum 100 Punkte, selbst bei der
bei der Technik, neue Forschung, Parallax Scrolling. Neue Forschung, Grafik in 256 Farben. Und eine neue Engine ist verfügbar, die AKI. Ich gehe ja nochmal auf den Stand und präsentiere unser Sims Live. Und habe 2400 Fans wieder. Jetzt können wir uns den Support freischalten, um uns unsere Fans zu kümmern. Ich muss sagen, das ist ein bisschen tricky. Die Fans werden, wenn lange kein Spiel mehr kommt, relativ traurig, wütend und es werden halt weniger. Auf der anderen Seite sind Aktionen, die wir über den Support starten können, hat nicht gerade viel mit Support zu tun. Also es ist so, gratis Spiele verlosen, Bewerbung machen, Messe einrichten, so das, das Übliche halt, sagen wir mal so. So. Game Design und Technik hat neue Höchststände erreicht. Das ist sehr gut. Bis jetzt nichts. Eins deiner Spieler hat genug Soundpunkte, um ein Soundstudio freizuschalten. Sehr gut. So, 70 wird es hier wohl leider, oder? Doch, es kommt noch auf 70, 71, 72, 73%. Sehr schön. Grafik ist spitze. Braucht nichts mehr dran zu ändern. Steuerung ist vernünftig. Ein paar Veränderungen wären hier klasse. Ist ein gutes Spiel mit einigen Schwächen. Aber zum Hit wird es leider nicht, sagen sie. Naja. Das werden wir ja sehen. Erstmal werden wir ja noch die Bugs rausradieren. Das ist ja immer erstmal das Wichtigste. Aber die 2 Millionen werden wir jetzt hier locker erreichen. So können wir dann auch gleich beim nächsten in die neue Immobilie reingehen. Vielen Dank. Will Auftragsarbeit hier machen. Haben wir sie gerade mal hier da haben. Also da haben wir ja schon die 2,2 Millionen erreicht. Die Features sollten wir dann noch erforschen. Warte mal, ich werde mal noch ein kleines Update hier rausbringen. Mal gucken, zwei neue Story-Dinger, noch einen technischen DLC. Storyline habe ich jetzt ja schon angeklickt. Sounds sind ja in dem Fall nicht nötig. Ob da nochmal eine neue Storyline. Plisser Entertainment hat meine Lizenz genutzt. Oder meine Engine eher gesagt. Oh, bringen wir nochmal hier ein schönes Spiel-Update raus. Und währenddessen forschen wir dann erstmal die Grafik in 254 Farben. Und der neue Kopierschutz ist da, der RTC Protect. Und ihr seht schon, alleine für dieses kleine Update da, da oben. Oh, ihr seht ja hier C422, jetzt wird einiges vom Markt weggenommen. Für dieses kleine Update haben wir da auch nochmal eine Steigerung erfüllt. Lohnt sich also manchmal doch noch ein paar Updates rauszuhauen, um das Spiel noch in gewissem Maße online zu halten. Beste Soundtrack, Sims Live, beste Grafik, Sims Live, Spiel des Jahres, das sind wir leider nicht und Spiel des Jahres auch nicht, aber dafür beste Soundtracks. Sehr gut, 10.000 Fans mittlerweile, es geht aufwärts. Na, das Spiel hat uns wieder vom Muster, das könnte sogar eine Million dran gehen. Obwohl, ne, dafür wird es jetzt schon wieder ein bisschen zu schwach sein. Schade, fast 1 Million Umsatz, Spiel wird gespeichert. Aber wir haben 2,8 Millionen. Das ist schon mal eine Menge. Doch, wir erreichen die 1 Million. Ich war blöd. 1 Million! Wir haben 1 Million damit umgesetzt in 25 Wochen. War, also 1 Million Gewinn gemacht, eher so gesagt. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Zack, haben wir auch hier die ganzen Features erfüllt. Wie gesagt, Blitzscreen beim Multiplayer will ich nicht. Sprich, wir werden unsere Engine jetzt nochmal ein bisschen aufrüsten hier auf die Version 4.0. Und ihr seht ja, unsere Engine wird auch ganz gut lizenziert. Also machen wir sie nochmal ein bisschen teuer. Rare. Und fügen hier noch das Parallax dazu und die neue Grafik. Und rüsten das Ganze auf. Mache ich mal ein bisschen schneller hier. Ach, Sound in 8-Bit. Sehr schön. Damit kommen die mir jetzt. 1,6 Millionen Umsatz. Jetzt 114.000 noch hier noch dazu. Wunderschön.
So, und dann kommt gleich noch Sound in 8-Bit dazu. Den fügen wir jetzt einfach auch noch mit ein. Dann nehmen wir das Ganze als Version 1.2. Und ihr seht, es wird gekauft. Ja, beziehungsweise es wird in Anspruch genommen. Wir sind nun mal einfach die mit den meisten Fortschritt. Das ist halt einfach so. So, und da es jetzt hier noch eine kleine Änderung gibt im Bereich Sound, kostet es jetzt alt. Scheiße. Ja, ist in Ordnung. Halt, Moment. Projekt abbrechen. Ja, 10.000, die uns da leider nicht erstattet werden. Was aber jetzt, was ich gerne in Kauf nehme. Ne, Sound in 8-Bit rein. 20, 1, 2, 3. Und fertig. Das wird nicht für 10.000 lizenziert, ja. Setzt nämlich auch leider immer wieder zurück. Das ist das Problem. So, Messestand möchte ich momentan nicht machen. Haben ja keine Spiele draußen. Was haben wir hier? Produktionsaufträge. Es steht kein freier Produktionsraum zur Verfügung. Wer hätte es gedacht? Auftragsarbeiten, da gibt es genug. In 20 Wochen. Denn wir können jetzt auch Publishing-Angebote annehmen. Sprich, es kommen Entwickler zu uns und sagen, ey, du, könnt ihr mir da was machen? Wir kriegen mindestens 157.000, kriegen 32% Gewinnanteil. Von Naughty schicken. Dafür müssen wir jetzt aber uns mal unsere eigene Produktion haben. Aber haben wir ja noch nicht. Denn wir sind aber nämlich auch erstmal fertig für den Part, meine Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten wieder, wenn ihr mögt. Das Däumchen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, eure Renner. Tschüss.